Moin Leute, recht herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Teil, zu einem Part 3 von Ostriff. Ja, wir haben schon 110 Einwohner, das haben wir alles in der letzten Folge gemacht. Bei uns sieht es auch alles soweit ganz gut aus, auch hier mit Weizen und Co. Ne? So, ich bin so am Überlegen, ob's wir dann noch weiter treiben und sagen, okay, gut, wir holen noch Hühner dazu, um schon mal ein paar andere Sachen herzustellen. Da, Jungs, was war mal, Hühner haben wir die nicht schon? Gerade sagen, haben wir doch schon hier. Nein, das ist die Farm. Ne, Hühner haben wir noch nicht. Hier haben wir das zwar. Aber Hühner haben wir noch nicht. Nee, haben wir noch nicht. Ah doch, doch, hier haben wir. Dachte ich schon. Nee, wir haben hier schon Hühner. Das passt. Genau. Die produzieren Eier, die produzieren Chicken Meat. Und um das Ganze hier zu verkaufen, haben wir hier dann genügend Sachen, wo die Leute sich einkaufen können, wo wir das Essen kaufen können. Und alles drum dran. Genau, die hier ist mal leer noch, weil wir haben halt nichts, keine weiteren Produkte, wo wir verkaufen könnten. Wir haben Backwett und Juden, ne? Mehl haben wir doch. Mehl verkaufen wir hier auch. Ja, genau. So. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall hier wieder sehr wenig. Wir müssen nämlich hier ein bisschen einstellen. Und da auch 500, so. Weil wir brauchen knapp 500 von beiden ausgehen. Ist okay, beziehungsweise wir haben so 180 holen. 150 holen. 150 und dann auf das, dass man auf die 500 gesamtjährlich kommt. Also 1000 insgesamt bei 30. Das passt dann schon. So. So, was willst du? Was können wir dir verkaufen? Gar nichts. Gar nichts. Doch Honig. Honig. 393. Honig kann man dir verkaufen. Stone müssen wir fast sogar einkaufen, aber müssen wir noch drauf achten und sogar Iron eigentlich. Iron müssen wir einkaufen, genau, weil der Rest können wir nicht herstellen. Das mit dem Iron Ore. Wir haben zwar schon Iron Ore. Oh, der Adi ist fertig. Okay. Müssen wir hier mal kurz gucken. Erstmal hier oben. Drei Männer schauen für die Arbeit. Manage Season Hiring. Drei Männer on Season. Januar. Ja, so sind Januar, Februar wird es wieder so eher on Season als drei Stück. Dann passt es. Machen wir nochmal eine Schmelze hin. Haben wir zwei Schmelzen. Obwohl ich nur eine benutzen werde am Anfang. Aber ich bin eher der Meinung nach, dass ich das versuchen werde mit günstig einkaufen, teuer verkaufen bei den Schmelzen. Deswegen auch zwei, damit ich mehr Umsatz oder Durchsatz produziere. So. Genau. Hier Quicklime oder Lime läuft super gut. Wir haben hier ein paar Häuser. Wir haben ganz wichtig auch die Häuser hier, ne, mit den Gärten. Die sind am wichtigsten, wo wir haben. Weil die produzieren uns halt auch Essen, ne? Aber ich würde mal sagen, dann machen wir hier mal noch ein bisschen. Das wäre schon nice gewesen, wenn es hier so gehen würde, ne? So, auf so.
Das ist ein Dreieck machen, Mann. Noob. So long. Ja, 42 Units. Ah, schade, Mann. Backward Potato leer. So. Na, so läuft das hier. So kann man das laufen lassen. Und so haben wir noch mehr Produktion hier haben. Aktuell haben wir noch genügend auf Lager. Ich habe auch nur der eine Vorteil. Zwecks. Wenn wir den Rest noch nicht weiter verarbeiten, also noch nicht weiter verbrauchen, den Weizen und Co. So, ja, gut, die sind jetzt alle langsam so down, ne? Wir haben bald keine Kohle mehr, aber ich habe ja schon hier, ne, landtags- und monatliches Einkommen, also eigentlich dürfen sie nicht bankrott werden. Normalerweise müssten die eigentlich ein gutes Geld machen, ne? So, da kommt noch ein Haus hin. Und dann ein Friedhof kommt natürlich auch gleich. Auch gleich Häuser. Da machen wir auch noch ein paar, zwei Häuser hin. Dann haben wir nochmal drei Häuser. Wo wir weiterhin neue Einwohner bekommen. Das ist schon mal fantastisch. Gut, ja, gut, fantastisch. Ah, hier haben wir auch nochmal. Bestimmt, ich habe gesagt, wir sollen erstmal die Schmelzen hier machen, dann die Warenhäuser. Ah, ja, genau hier, ne? Der holt hier gerade. Jetzt habe ich, ja, jetzt müssen wir mehr Häuser bauen. Nicht zu viele Leute habt für den Job. Aber eigentlich war es doch vorhin so, Leute gehabt hätte. Als ja, haben wir, könnte man kaufen. Hier kaufen wir auch nochmal ein. Genau, auf jeden Fall die Kühe. Mal die Kühe, die kommen hierher. Ja, genau, das passt. Kühe haben wir, Schlachthaus haben wir, das passt. Soweit. Also mal am Anfang zufrieden. Das haben wir ja auch noch genügend, also. Mal schauen, wo das eigentlich genau hier haben wir 2500, da können wir 5000 machen. Raus, 5000 einlagern. Und von Produktion können wir auch hier 2000 einlagern. Dann wäre das nämlich gut, wenn wir das alles hier drin hätten. Ja, hier habe ich eigentlich Weizen hier drin, aber das können wir mal rausnehmen. Kann ich Weizen auch hier anbieten? Nee, Weizen kann ich hier nicht anbieten. Das kann ich nur Mehl anbieten. Und dann müssen wir das halt so machen, dass wir das Weizen auf das Weizen reingeht und dann die das da auch rausholen. Was Buckwheat bieten wir ja schon an hier auf dem Markt. Weil ich weiß, Flour. Genau, hier Buckwheat. Also Bruchweizen. Und das ist schon mal schön.
So, gleich kommt noch die andere Eisenlieferung. Die machen wir hier rein. Hier machen wir Iron Ore. 5000. Und Iron 5000. Dann haben wir das schon mal. Und hier machen wir Kohle für einmal 5000. Genau. So. Auf jeden Fall braucht er erstmal hier einen Mann hier, weil der hier einfach alleine zu wenig Zeugs herstellt. Oh, Honey. Es gibt halt Sachen, wo man verkaufen, nur wo man nicht verkaufen. Ins Weizen, da Weizen haben wir 503 übrig. Ah ja, okay, gut, Weizen, ne? Das ist halt das, was hier drin ist. 8, 19, 2000 hier einlagen. Und hier machen wir. Muss so weit eigentlich rausnehmen, weil das hier nicht eingelagert wird. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob es dann umgelagert wird, aber ich lasse mal sicherheitshalber so. Dann mache ich 1200 jährlich. Das passt natürlich auch. So. Milch, ja klar, wir haben jetzt hier Milch, ne? 42. Haben hier keine Abnahme. Beziehungsweise schon, aber halt nicht so viel. Deswegen würde ich fast sogar dann noch denken, wenn die Häuser fertig sind, dass wir eine Molkerei bauen. Molkerei. Müssen wir hier eine Molkerei hinklatschen? Weil die Häuser fertig sind, wir mehr Einwohner haben und auch mehr Arbeiter zur Verfügung haben. Weil wir müssen natürlich immer schauen, ne, dass wir hier die offenen Stellen alle belegt haben und sogar auch Leute haben, die wonach Jobs suchen. Das ist immer wichtig und vor allem hier, ne, sein Dame ist verstorben leider. Der hat jetzt halt nicht genügend. Der schafft im Schlachterhaus und dient natürlich zu wenig dafür. Hier, der arbeitet in der Forst, die auf der Farm. Vom Preislichen her kommen die halt nie und nimmer überall hin, ne? Deshalb Markt Production Price, ja, okay, ja, das sind schon fast schon 100%. Das ist mal rund auf 120% vom Marktproduktpreis Einkauf. Sonst ist es echt extrem überteuert. Hier so überlegt, ne? Landtags wird auch nicht mehr allzu weit weg. Village House. Okay, die haben geheiratet. Naja. So, ja, gut. Also ich kann denen halt nicht immer was geben. Die müssen halt schon arbeiten gehen und ich versorgen, also Wohlstand ist schon da in der auf dem Land, aber muss halt auch schauen, dass die ein bisschen mehr verdienen, ne? Ich kann zwar die Landtags kann ich runter machen, aber die müsst ihr trotzdem selber. Kann ich euch nicht einfach machen. So, wir haben 11 offene Stellen. Na, wäre interessiert, wo ich die Stellen auf habe. Aber habe ich 11 verfügbar? Nee, 11 offene Stellen. Und ich soll jetzt mal hier die Häuser kurz zusammenzimmern. Dass wir das soweit fertig haben dann. Zwei Leute gestorben. Einmal wieder zwei Friedhofhöfe hier. Ah, died of old. Wer? Tütönkönig. Naja. So.
zack, hier wird's Dach aufgerichtet und fertig. Housing Arrival 1. Ich schwöre, wenn wir einziehen. Und wenn die einziehen, dann haben wir wieder zwei Arbeiter mehr. Plus, keine Ahnung, wie viele Kinder die bringen. Also, das ist immer unterschiedlich. Wenn die Kinder mitbringen, dann haben wir natürlich mehr Arbeiter. Wenn die keine Kinder mitbringen, dann haben wir natürlich weniger Arbeiter. Ist logisch. So. Wir haben ein Kind mitgebracht, 16 Jahre alt. Und keine Ahnung, woher. Da hat es vier Leute drin, oder sehe ich das richtig? Zweimal Library. Alter, guck mal, was die. Ja, okay, guck mal. Die arbeiten auch. Also sind hier insgesamt vier Erwachsene und ein Kind, wo arbeiten. Gegen 8. Taler 50. Ja, die machen schon Geld zusammen hier, ne? 8,50 Taler, das ist halt schon eine ordentliche Summe. Also wenn die es richtig anstellen, können die sich schön eine Wohltat aufbauen. Der 6,30, ne, also Wohlstand wäre gesichert. Das natürlich müssen die auch arbeiten dafür. Das bleibt nicht aus. Hier wäre der Wohlstand gesichert, also. Weil ich verstehe es nicht, wie die halt immer in Minus kommen. Ist halt das, wenn sie was immer kaufen. Kaufen und kaufen, ne? Also hier kommen auch nochmal drei Häuser hin. Dann kommt noch einmal die Molkerei her, damit ich die Milch verbrauchen kann und eventuell sogar ein bisschen ja, Project. Cow Newborn, ne? Wir haben ein paar Kühe, also müssen wir ein bisschen schlachten, weil Bullen haben wir fast gar nichts mehr. Bullen technisch gesehen haben wir wenig. Das, was ich leider noch nicht rausgefunden habe, ist, wie kann ich die Hühner und die Kühe verkaufen, wenn ich sie verkaufen will. Ich kann ja von anderen, kann ich ja die Tiere ankaufen, aber nicht verkaufen. Es wäre schon noch interessant zu wissen. Also da müssen wir dann mal schauen und sehen, wie das bleibt, wie es machbar wäre. Dann hoffen wir mal, dass wir hier dann später klar hier, hier 5 Stück, das passt. Hier sind 20 eingestellt, ja, da können wir mal auf 6 gehen. Ey, bei jedem 20, das ist halt schon ordentlich, eine ordentliche Summe. Hier halt ebenso, da gehen wir auf 8. Aber wir haben halt immer noch zu viel hier, ne? Leverage Limit 10. So, ja, jetzt sind wir hier mal schon ein bisschen runter. Im Großen und Ganzen. Firewood, Feuerholz, ja, guck mal, wie schön der denn den Wald hier abholzt. Wunderschön. Besser kann es nicht laufen. Die machen hier noch immer weiter hier die Steine und Limestone. Schon mal gut, die zwei Jungs da. Was sie hier treiben. Dann würdest du schon mal deine Sachen verkaufen, dann könntest du auch besser überleben. Ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen. Also schlimm mit den Leuten, manche, die verschulden sich so hoch, dass sie nicht mal mehr aus den Schulden rauskommen. Und vor allem, ich kaufe hier alles an von den Leuten, was die hier produzieren, ne? Normalerweise. Ich kaufe ja alles an von denen. Aber wenn die das halt nicht verkaufen wollen, dann weiß ich leider auch nicht, was da Sache ist.
So, wir könnten wieder Eisen einkaufen. Hohen Preis. Also Eisenerz. Könnte man einkaufen. Und ja, genau, hier arbeiten sie schon mal fleißig. Da haben wir sie schon mal fleißig. Da können wir auch hier, haben wir auf 1000. Also machen wir auf 2500. Na, nochmal 2500. Play. So. Das ist schon mal sehr wichtig, aber die bräuchten jetzt hier noch ein Wagen, nicht genügend Eisen, haben sie gesagt, sagen sie. Und hier ist Eisen drin und hier wird halt auch das rausgeholt, ne? Weil es muss von da hinten, haben wir das ganze Eisen, muss es da vorgebracht werden. Und Worker bei Cars, ja. Worker by Hand, wenn es so ausschaut, und dann müssen die halt das da transportieren. Kann nicht alles mit Laborers machen, weil das wäre ein bisschen schwierig. So, auf jeden Fall. Ja, wir haben die 20 Minuten geknackt wieder. Was haben wir erreicht? Nichts haben wir erreicht. Doch, wir haben hier noch zwei neue Felder gemacht. Einmal hier. Größeres und noch kleineres. Und die Schmelze gebaut, die Warenhäuser hier. Noch ein paar Häuser dazu. Und mehr halt auch nicht, ne? Das ist halt schon, manchmal muss man sich ein bisschen Zeit lassen, um das alles zu bauen. Wie gesagt, man muss halt immer schauen drauf auf die offenen Stellen und die Jobangebote, dass wir nicht zu viele Sachen bauen und we zu wenig Jobs haben oder beziehungsweise zu wenig Bürger haben, weil nachher musst du schon Häuser bauen ohne Ende und danach kommst du mit den Augen auch nicht mehr hin. Deswegen, da muss man immer schauen von der Handhabung, wie sieht's aus, was bräuchten wir mehr, was bräuchten wir weniger. Ich sag mal so, wenn das hier gebaut ist, dann können die hier den Rest verkaufen, was noch offen ist, weil ich glaube, hier habe ich ein paar Sachen drin, wo zwar Ankauf, aber doch nicht alles. Und immer, um den Wohlstand zu gucken, müssen wir halt auch und schauen. Manchen kann man ein bisschen helfen, weil die halt einfach echt bankrott sind und nicht mehr rauskommen, obwohl die es verkaufen könnten, das Zeug. Vor allem auch, was ich halt nicht verstehe, warum. Guck mal, der hat kriegt 4,20 und 3,60 zahlt der und kommt nicht mehr raus, das ist entschuldigen. So, ja, auf jeden Fall. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Jetzt warten wir mal, bis hier die Dairy fertig ist. Die Molkerei. Ich hoffe, das ist die richtige. Yep, genau. Da stellen wir zwei Leute ein. Die holen dann die Milch von hier, hoffe ich mal. Wenn die Milch haben, kann man Butter, Käse und Sementa verkaufen. So, Butter, Käse und Sementa. Kann man verkaufen. Buy from Locals. So, genau, haben wir hier auch noch. Buy from Locals. Dann haben wir Raspberry, alles. Noch nicht ganz, also müssen wir hier schon noch ein bisschen. Also manche Sachen muss man schon hier aufmachen, damit die das kaufen. Ich muss jetzt hier noch gucken. Kurz Marrow. Fischkram, Petrot. Alles Marrow. Also wir haben hier Raspberry, Marrow und Cageback. Raspberry. Marrow. Raspberry und Cageback. Okay, weg. So. Da ist eingestellt. So, der hat hier Käse. Kriegt er Butter verkauft da. Soll's. 17,27, 17,28.
Das sieht man, was wir jährlich verkaufen hier, ne? Immer schön zu sehen. So, hier, ne? Feuerholz. 17,27, 3.900, 17,28, 3.900 Feuerholz schon verkauft. Wir sind im November. Und es wird halt noch mehr. So, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es würde mich sehr, sehr arg freuen, das mitzubekommen, mitzukriegen, dass es euch so gefallen hat. Will mir helfen und auch den Algorithmus verändern. Also, Leute, macht's gut beim Teil 3 hier auf Ostriff. Und ja, haut rein, bis die Tage. Tschüssikowski, bye bye.